Der Familienbetrieb Fischer setzte 2010 auf Kompetenz aus einer Hand. Der Neubau des Boxenlaufstalls erfolgte ausschließlich mit Melk- und Kühltechnik, Aufstallung, Stallausrüstung sowie Gülletechnik aus dem Hause GEA Farm Technologies. Welche Ziele standen für Heiko Fischer für diese Entscheidung im Vordergrund? Wir wollen an diesem Standort ja weiter wachsen und das lässt auch nur diese neue, leistungsfähigere Make-Technik oder überhaupt Make-Standform überhaupt zu. An unserem jetzigen Standort, nach dem Verkauf der beiden Roboter, maken wir mit über 5 Stunden pro Make-Zeit und das soll sich doch deutlich reduzieren. Die zukunftsfähige Entwicklung sah Familie Fischer am alten Standort im Dorfzentrum von Kargs nicht mehr gegeben. 3 Jahre plante sie intensiv und wählte mit dem Standort außerhalb des Dorfes auch eine neue Melkstandtechnik. Wir haben über 10 Jahre ein automatisches Melksystem eingesetzt. Parallel sind wir in unserem alten Melkstand weiter gewachsen und setzen hier an unserem neuen Standort jetzt ein Doppel-20er Side-by-Side Melkstand Global 90 von GEA ein. Dass er sich durch das flächendeckende Händlernetz und den kompetenten Service auch hoch im Norden rundum bestens versorgt fühlt, ist dem sympathischen Milcherzeuger deutlich anzusehen. Wir haben hier vor Ort durch die Firma Busch in Albersdorf einen kompetenten Westfalia- oder GEA-Händler, der uns hier in den letzten Jahren begleitet hat. Und auch wenn wir mit dem Betrieb nicht zufrieden wären, hätten wir auch noch andere Fachzentren. Dieser nahe Service, den hier alle Fachzentren bieten, der überzeugt mich. Die Investition in die Marke GEA Farm Technologies begründet Heiko Fischer mit dem arbeitswirtschaftlichen Nutzen. Seit über 30 Jahren setzen wir GEA-Produkte ein und haben da gute Erfahrungen mitgemacht. Wir wollen hier ja in den Arbeitsabläufen möglichst optimal Vorgänge schaffen. So. Und das hat mich auch bei Betriebsbesichtigungen überzeugt, dass GEA sich da viele Gedanken gemacht hat, in den letzten Jahren auch in diesen größeren Make-Ständen eine hohe Produktivität zu fahren. Der neue Boxenlaufstall ist ausgelegt für 250 melkende Tiere. Bei der Aussicht auf mehr Tierkomfort, damit verbundener, verbesserter Tiergesundheit sowie Leistungssteigerung und dem optimierten Arbeitskomfort hat Familie Fischer allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken.